Hallo und herzlich willkommen im Keller. Selten bin ich was so oft gefragt worden wie jetzt zur Rußrindenkrankheit und deswegen machen wir jetzt Gefahr im Wald und zwar ohne Anführungszeichen fast schon. Spezial deswegen, weil es nicht in die reguläre Reihe der Gefahr im Wald Videos aufgenommen wird, weil es nicht kurz ist. Ich möchte das nämlich schon wirklich, da ich das noch nie irgendwo anders drüber gesprochen habe, in ausführlicher Form behandeln. So, womit haben wir es zu tun? Wir haben es zu tun mit einem Pilz. Und was macht der? Der befällt Ahörner. So, und was macht er dann? Ja, dann wächst er da und dann kriegt er Sporen und dann, ja, dann pustet er die in die Welt raus und dann, ja, dann kommen wir armen Menschen, wir armen Zivilisationsmenschen, die keine Sporen mehr gewohnt sind, atmen die ein, kriegen eine Allergie, kriegen ganz furchtbar Husten und Atemnot und haben dann keinen Spaß. So, das war die Kurzfassung. Wie realistisch ist das? Wie schlimm muss man jetzt diese Gefahr einschätzen und wie funktioniert das alles eigentlich genau? Zumindest so genau, wie man es jetzt weiß, ist jetzt Thema eben dieses meines Monologes. Und wer sich dafür interessiert, der darf da gerne zuhören und wer nicht, der nicht. Nur noch eine kleine Beschwerde meinerseits. Wenn ihr mich dauernd so blödes Pflanzenpathogen-Pilzzeug fragt, muss ich mich ständig diesbezüglich weiterbilden. Ihr seid schuld, dass ich wieder was lernen muss. Ich dachte eigentlich nach dem Studium, jetzt muss ich nie wieder was lernen. Nee, Quatsch. Das ist nicht unbedingt mein Fachgebiet. Ich habe mich dafür im Studium nicht groß für interessiert, aber da ihr da ständig nachfragt, habe ich da jetzt doch sehr viel zu nachgeholt und sehr viel nochmal eben entsprechend nachgelernt. Soll heißen, ich kenne mich jetzt damit schon ausreichend aus. Beziehungsweise zumindest gibt es auf YouTube niemand anderen, der das jetzt... noch hat keiner ein anderes Video gemacht, das das besser erklären würde, als das meins jetzt gleich tut. Ha! So, arroganter Moment vorbei. Wir legen los. Also folgendes. Das ist ein Pilz aus Amerika. Wie kommt der hierher? Schiff, Tourist, Lieferung, Zuckerahorn. In Amerika befällt er unter anderem den Zuckerahorn. Da saß der dann vielleicht drin. Oder jemand hatte wirklich einfach nur ein paar Sporen von diesem Pilz auf der Kleidung und ist damit mit seiner Ami-Waldläuferkleidung sofort in den deutschen Wald gerannt, weil der so schön ist, kann ich verstehen. Die Amerikaner haben auch schöne Wälder. Also da kann man nun wirklich nicht behaupten, dass sie das nicht hätten. Aber wie dem auch sei, irgendwie auf irgend so einem Wege muss der bei uns angekommen sein. So, dann ist er jetzt da. Warum konnte der jetzt bei uns sich ausbreiten? Warum gibt es den jetzt erst seit, ich glaube, die Erstentdeckung in Europa war 2008? Warum gibt es den, nach 2003? Stimmt auch nicht. Man hat ihn irgendwann mal Mitte des 20. Jahrhunderts als erstes Mal irgendwo in Europa kurz mal einmal entdeckt. War dann aber auch sofort wieder weg. Bis 2004 bzw. 2003 war dann Ruhe. 2003 war ja auch so ein Jahrhundertsommer. Danach ist er aufgetreten. Dann ist er 2008, glaube ich, nochmal aufgetreten. Nagel mich mit den Datenzahlen nicht fest, aber so ungefähr so war es. Und jetzt ist er wieder da. Jetzt nach dem super Jahrhundertsommer 2000, also Jahrhundertdürre vor allen Dingen. Sonderlich heiß war es nicht, aber trocken schon. Jahrhundertdürre-Sommer 2018. Ist er jetzt wieder da. Ja, und diesmal auch zum ersten Mal in größerer Menge in Deutschland. Was heißt größere Menge? Ist er jetzt überall? Nee. Aber man merkt, dass er da ist. Man merkt es. Ja, vor allen Dingen schreien die Medien entsprechend, oh, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Und wir armen Leute, die wir gerne im Wald rumlaufen, von euch schreien auch einige, und zwar mich an, dass ich das gefälligst mal erklären soll. Ne? Also es wird sicherlich wahrgenommen, dass die Tatsache, dass das Ding jetzt wieder zum Vorschein gekommen ist. Es ist auch der größte, soweit wir das bisher überblicken können, ist es wahrscheinlich auch der größte Ausbruch in Deutschland zumindest, in Mitteleuropa eigentlich genau genommen, seit immer. Ne? Also neuer Rekord. Gut. Jetzt folgendes. Ist also ein Pilz. Kommt aus Amerika und ist da, weil es bei uns wärmer geworden ist. Deswegen kann er sich jetzt verbreiten. Das ist eine Tatsache. Fertig. Ja? Kommen wir zum biologischen Teil. Was macht jetzt dieser Pilz? Der befällt durch irgendeinen Riss, eine Öffnung im Stamm, eine Verletzung im Stamm, eben entsprechend einen Bergahorn.
Potenziell kann auch ein Spitzahorn befallen werden, ist aber sehr, 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 sehr selten. Bei Feldahorn hat man es, glaube ich, noch nicht nachgewiesen. Ein Zuckerahorn kann befallen werden, da kommt der ja eigentlich auch her, der besagte Pilz vom Zuckerahorn in Amerika. Und beim Silberahorn habe ich keine Ahnung. Und andere Ahorne haben wir hier bei uns, wenn dann nur im botanischen Garten entsprechend rumstehen. So, also größtenteils geht es um den Bergahorn, das ist auch der mit Abstand am weitesten verbreitete Ahorn bei uns hier in Deutschland. Höchstens in Parks mag es vielleicht Parks geben, die mehr Spitzahorn als Bergahorn haben, aber was im Wald rumsteht, ist zu, sag ich mal, 90% tatsächlich der Bergahorn am Waldrand, zu nahezu 100% der Feldahorn, aber dafür kommt er halt auch nur am Waldrand eben entsprechend vor, deswegen heißt er ja Feldahorn, aber ja gut, ne, so. Dieser Pilz nutzt also eine Verletzung am Stamm unseres Ahorns aus und dann kriecht er da rein und dann ist er da drin. Und was passiert dann? Nix. Ganz lange, potenziell ganz lange, passiert da nix. Und zwar passiert da so lange nix, wie der Baum nicht irgendwann mal sehr stark geschwächt ist. Denn es handelt sich bei unserem lustigen Husrindenpilz um ein Schwächepathogen, beziehungsweise eine Schwäche ausnutzenden Pilz, na, damit das jeder versteht, was ich meine. Soll heißen, der funktioniert so ein bisschen wie Lippenherpes. Wer Lippenherpes mal sich ein bisschen drüber schlau gemacht hat, weiß, das hat fast jeder bei uns potenziell damit infiziert. Und wenn du da einmal mit infiziert bist, wirst du das auch nie wieder los. Du rennst nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen lustigen Tumoren an der Lippe durch die Landschaft, aber das kann jederzeit wieder ausbrechen. Und zwar dann, weil es nämlich auch ein Schwächepathogen ist, in diesem Fall ein Virus, wenn du von irgendwas anderem geschwächt wirst. Na, wenn du zum Beispiel zu viel gearbeitet hast, zu viel Stress hast, zu viel Sport gemacht hast. Keinesfalls, wenn man zu viel im Wald gewesen ist, das geht nicht. Man kann nicht zu viel im Wald gewesen sein. Das geht nicht. Ja? Aber die anderen Faktoren können auftreten. Oder wenn man sowieso schon eine andere Krankheit hat oder mit sich einer Lungenentzündung rumplagt oder eine Grippe hat oder einen grippalen Infekt oder was auch immer, dann sind die Chancen, dass man zusätzlich, weil das Immunsystem gerade ordentlich am Rudern ist, um eben mit der ursprünglichen Krankheit fertig zu werden, dass man dann zusätzlich eben einen Herpesausbruch bekommt, dass das also dann akut auftritt. Ja? Wenn es dir dann wieder besser geht und dein Immunsystem ist wieder fitter, dann sind die Herpesviren gegebenenfalls wieder besiegt, ziehen sich wieder zurück und gehen wieder in ein Überdauerungsstadium über und warten darauf, dass es dir wieder so schlecht geht, dass sie eventuell nochmal zum Ausbruch kommen können, um sich dann, weil du hemmungslos mit trotzdem allen Leuten rumknutscht, die dir so über den Weg laufen, halt möglichst weit verbreiten können. Das Ziel eines Virus oder eben eines pathogenen Pilzes ist es ja, sich möglichst weit zu verbreiten. So. Und ähnlich funktioniert das tatsächlich auch mit unserem Husrindenpilz. Ich schreibe mal unten hin, wie der offiziell heißt. Ich habe es mir nicht auswendig. Pilznamen sind immer so scheiße. Warum kann ich, man könnte doch mal einem blöden Pilz mal einen vernünftig wohlklingenden schlauen Namen geben. Aber nein, die heißen immer total. Gut, egal. Ja, jedenfalls unser lustiger Pilz. Kommt also jetzt in den Baum, setzt sich dahin und macht nichts, weil er darauf wartet, dass der Baum krank wird, beziehungsweise dass der Baum sehr stark geschwächt ist. Der Pilz ist zu schwach, um einem gesunden Baum nennenswert irgendwie Schaden zufügen zu können. Und deswegen, das weiß er auch, versucht er das auch gar nicht erst. Sondern er wartet darauf, dass irgendeine Umweltkatastrophe zum Beispiel eben hereinbricht und den Baum sehr stark schwächt. Oder im Fall von Stadtbäumen, auf die kommen wir gleich noch gesondert zu sprechen, dass eben die vielen Stressfaktoren, die man als Baum erleiden muss, wenn man leider mitten in der Stadt rumsteht, eben den Baum dann doch mal irgendwann so weit schwächen, kurzfristig, dass er schwach genug ist, dass der Pilz seine Chance wittert und ausbricht. Gut. Jetzt war ja letztes Jahr diese lustige Dürre und deswegen haben wir letztes Jahr eben relativ viele geschädigte Ahörner gehabt und bei denen ist jetzt jeweils der Pilz entsprechend ausgebrochen. Potenziell ist es möglich, dass der Pilz innerhalb von einem Jahr bereits den Wirt umbringt, weil er sich so rasend schnell entwickelt, dass das geht. Kann aber auch länger dauern, weshalb wir eben viele Ausbrüche, nachdem der Pilz jetzt langsam gewachsen ist, aber nicht sichtbar gewachsen ist, jetzt dieses Jahr dann wirklich eben zum richtigen Problem wird und jetzt so richtig schön ausbricht und die Schäden auch für den Waldbeobachter sichtbar werden. Weil wenn der Pilz erst anfängt zu wachsen, macht er Folgendes. Er wächst erstmal ins Xylem rein, also ins Holz. Warum?
Naja, im Holz gibt es eine ordentliche Feuchtigkeit. Das Holz ist ja der Bereich, in dem das Wasser nach oben geleitet wird für die Krone, damit da ordentlich Photosynthese gemacht werden kann. Das äußere Holz, und da wächst jetzt der Pilz rein. Das hat zwei Vorteile. Erstens, der Pilz hat ein schön feuchtes Milieu und kann da schön gut wachsen. Der braucht nämlich auch Wasser. Zweitens, dadurch, dass der Pilz da schon drin ist und da die Wasserleitung stört und da das Wasser abzwackt, wird der ohnehin schon geschwächte Baum noch mehr geschwächt. Und ab einer gewissen Schwächung des ohnehin schon geschwächten Baumes kann man das jetzt auch von außen erkennen, dass nämlich oben in der oberen Krone unseres Bergahorns erste Äste bzw. Blätter absterben. Das ist jetzt leider nichts Spezifisches, nur weil da oben ein paar Blätter in der oberen Krone absterben, kann man sich nicht sicher sein, dass es sich um die Rußrindenkrankheit handelt. Aber das wäre das erste sichtbare Symptom jedenfalls, auch wenn es nicht spezifisch ist. Gut, das geht dann weiter mit dem Absterben der Krone und der Pilz nutzt die ganze Zeit, die ihm zur Verfügung steht, die er jetzt da im Wasser hockt, um sich langsam auch in die Nährstoffbahnen des Baumes vorzuarbeiten und zieht dann also ins Phloem um. Das Phloem ist nochmal viel schöner als Pilz, um da drin zu wohnen, weil da sind halt sämtliche Nährstoffe, die der Baum so einlagert, also mal abgesehen von dem Zeug in der Wurzel, es sind genau da gespeichert, da ist die Wachstumsschicht des Baumes, auch super nahrhafte Zellen, ganz viel leckeres Zeug drin, was man sich holen kann, wenn man im Pilz ist, und der komplette Zuckertransport aus der Krone in Richtung unten läuft da auch durch, das heißt, der Baum versorgt den Pilz sozusagen mit beim verzweifelten Versuch, seine Wurzel noch weiterhin mit Zucker zu versorgen. Und all dies stört eben der Pilz. Und wenn sich der Pilz jetzt über den gesamten Stamm ausgebreitet hat, dann funktioniert da überhaupt nichts mehr. Gleichzeitig wächst der Pilz, frisst die vorhandene Biomasse des Baumes auf, also das nährstoffdurchzogene Gewebe wird einfach schlicht und ergreifend gefressen. Stattdessen wächst da dann das Pilzgewebe rein. Und wenn dieser Prozess, dass das nährstofftragende Gewebe des Baumes komplett aufgefressen ist und dafür mit dem Pilz ersetzt wurde, weit fortgeschritten ist, plumpst irgendwann außen die Rinde ab. Weil die Rinde wird ja von nichts mehr versorgt. Das heißt, die muss einfach eigentlich irgendwann mal abfallen. Damit liegt der Pilz jetzt frei. Und der Pilz hat eine rußige Farbe, sieht aus, als ob das jemand angekokelt hätte mit einem Schweißbrenner. So, jedenfalls diese Sporen liegen jetzt frei. Das Pilzgewebe liegt jetzt frei. Und jetzt muss der Pilz eigentlich nur noch seine Sporen auf den Weg schicken. Und davon hat er sehr, 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 sehr viele. Und die fliegen dann teilweise je nach Witterung, wenn es nass ist, kaum weit. Wenn es super trocken ist und noch ein bisschen ein leichter trockener Wind geht, dann fliegen sie potenziell sehr, 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 sehr weit und können dann also große Flächen von potenziellen Ahornern, die da rumstehen, infizieren und auch da wieder, falls dann eine Verletzung des Stammes irgendwie vorhanden ist, da dann eindringen und sich dann da auch eben entsprechend erstmal ins Ruhestadium begeben und dann gegebenenfalls jahrelang auf ihre Chance warten, jetzt ordentlich wachsen zu können, weil der Baum ausreichend geschwächt ist. So. An dieser Stelle wäre jetzt vielleicht noch wichtig zu klären, ist denn das jetzt ein großes Problem für den Wald? Müssen wir jetzt Angst um die Bergahorne haben? Ahörner, ne? Voraussichtlich, soweit man das momentan sehen kann, eher nicht. Der ist jetzt nicht zu vergleichen, dieser Pilz, mit zum Beispiel einem wirklich ganz, ganz krassen Pilz wie dem Eschentriebsterben, also dem falschen weißen Stängelbecherchen, das das Eschentriebsterben verursacht, weil das falsche weiße Stängelbecherchen ist in der Lage, auch vollständig gesunde, egal wie gut es denen geht, Bäume zu befallen und auch die umzubringen, obwohl die vorher total fit waren. Ha? Das kann unser Rußrindenpilz eben nicht. Damit wird er vermutlich in normalen Jahren überhaupt keinen Schaden anrichten und nach Extremjahren bzw. in Extremjahren einzelne Gruppen von Ahorn gegebenenfalls zum Absterben bringen. Letzteres ist nicht schön, ist aber auch keine Katastrophe. Also man muss jetzt nicht Milliarden an Schaden, also jetzt in Geld gerechnet, vermuten, weil jetzt eben entsprechend dieser Pilz da ist. Also für den Wald, ja, das ist schon machbar, ne? Das ist überlebbar, das ist halt ein weiteres Pathogen, das da im Walde eine Rolle spielt. Was auch noch nicht abschließend geklärt ist, diese neu eingewanderten Pathogene, die deswegen jetzt bei uns vorkommen, weil es wärmer geworden ist, inwiefern ist es wahrscheinlich, dass wenn es mal wieder einen extremen Winter gibt, das ist zwar unwahrscheinlicher geworden, aber nicht unmöglich, es ist also nur eine Frage der Zeit, dass es trotz durchschnittlich wärmer auch mal eins in extreme abrutschende Kälteextrem gibt, ja?
Und dann könnte es sein, diese Hoffnung gibt es zumindest. Wie realistisch das ist, wissen wir nicht so genau. Aber es gibt die Hoffnung, dass ein solches Kälteextrem gegebenenfalls so einen Pilz dann wieder sehr, sehr, sehr stark schwächt, beziehungsweise ihn vielleicht bei uns sogar wieder ausrottet. Oder zumindest fast. Weil die ja eben damit rechnen, dass es durchschnittlich wärmer geworden ist. Die kommen aus einer Gegend, da ist es immer warm. Die sind es nicht gewöhnt, dass es kurzfristige, krasse Kälteereignisse geben kann. Wenn dann also sowas kommt, sind sie darauf nicht vorbereitet und da haben wir dann die Hoffnung, dass sie vielleicht daran eventuell zugrunde gehen könnten. Könnten, wissen wir nicht. Ja? Aber es ist ein Funken der Hoffnung sozusagen. Okay, so viel jetzt erstmal zur Biologie und Ökologie und so weiter und so fort. Und dann können wir uns jetzt, nachdem ihr brav zugehört habt, auch der Frage widmen, ist denn das Ding jetzt gefährlich? Und wenn ja, wieso und wie und warum und was sollen wir tun? Beispiel Stadtbaum. Bei einem Stadtbaum, also einem Bergahorn, der an der Straße steht, meinetwegen irgendeiner tollen Einkaufsstraße, wo auch mit dem Auto gefahren werden darf, im relativ miesen Stadtklima, der hat diesen Haufen Probleme. Allein weil er da rumsteht. Erstens gönnen unsere lieben Stadtplaner einem Stadtbaum im Regelfall etwa 1 Quadratmeter Boden. Den Rest drumherum muss man schön zubetonieren. Teilweise haben sie auch deutlich weniger als 1 Quadratmeter Boden, weil das muss ja unbedingt zubetoniert werden. Jetzt ist es ja nicht so, dass, was heißt, kommt drauf an. Wenn es wirklich zubetoniert wird, kriegt der Baum so gut wie gar kein Wasser ab. Das wäre katastrophal. Wenn sie hingegen irgendwelche lustigen Steinchen drauflegen, gut, die haben ja Rillen. Dadurch läuft schon noch ein gewisses Wasser dann auf dem Boden und steht dann dem Baum irgendwie zur Verfügung. Nichtsdestotrotz finde ich beides unglaublich hässlich. Aber so ist es nun mal. Und damit hat ein Stadtbaum per se erstmal mit weniger Wasser zu kämpfen, obwohl er eigentlich solitär rumsteht. Normalerweise ist ein solitär für sich alleine irgendwo stehender Baum von der Wasserversorgung her absolut untotbar. Ja, da muss schon ganz, ganz, ganz kacke sein, damit er überhaupt irgendwelche Dürresymptome zeigt. Und die sind niemals so schlimm, dass sie den Baum nennenswert in Gefahr bringen werden. Es sei denn, es ist jetzt halt eine Art, die überhaupt keine Dürre verträgt, die man dann überhaupt nicht hätte pflanzen dürfen bei uns im Grunde. Ja? Aber zum Beispiel ein Bergahorn, der ist ja was Einheimisches, der würde unter normalen Bedingungen bei Solitärstand überall in Deutschland problemlos wachsen können. Unter normalen Bedingungen. Nicht unbedingt in der Stadt, weil da kriegt er weniger Wasser ab. Faktor 1. Faktor 2, er kriegt jede Menge Abgase ab. Den Bergahorn hat man deswegen viel in die Städte gepflanzt, weil er ja in der Lage ist, relativ viele Abgase eben zu vertragen. Andere Bäume machen da früher Schnapper als der Bergahorn, aber der Bergahorn freut sich da auch nicht unbedingt drüber. So, Faktor Nummer 3. Dadurch, dass die Stadt so schön zubetoniert ist, gibt es in der Stadt häufiger und krassere Temperaturextreme als im Wald. Der Wald puffert die Temperatur ab. Je nachdem, wie extrem es ist, kann das 4 bis 5 Grad sogar ausmachen. Das passiert in der Stadt nicht. Die puffert nicht nur ab, die verstärkt sogar die Extreme. Insbesondere wenn es um Sonne geht, die dann vom Beton noch schön zwischen den Häuserschluchten entsprechend reflektiert wird, dann gibt es überhaupt keinen Wind zwischen den Häuserschluchten und dann können wir gerne mal eine Innenstadt, insbesondere bei großen Städten, Temperatur kriegen, die 5, 6 Grad höher ist als die außerhalb der Stadt und nochmal 5, 6 Grad höher bei wirklich so richtig krassen Situationen als im Wald. Also wer mal von der großen Stadt bei krassem Sommer in den Wald geht, wundert sich, oh, hier ist ja schön kühl. Und das ist tatsächlich nicht nur eingebildet, sondern das können locker mal, also selbst wenn es keine Extreme sind, sind das locker 4 Grad. Locker, locker. Überhaupt gar kein Problem, ja. Und das führt halt nochmal dazu, dass der Trockenstress durch ohnehin schon weniger Wasser und höhere Extremtemperaturen für so einen in der Stadt stehenden Bergahorn erheblich höher ist. So, wie immer dieser Pilz jetzt zu uns gekommen ist nach Deutschland, wahrscheinlich war eine Übertragung durch den Menschen der Fall. Da jetzt in der Stadt viele Menschen unterwegs sind, sind die Chancen, dass unsere Stadtbäume früher oder später oder auch jetzt schon mit eben diesem Pilz befallen sind, relativ hoch. Und jetzt mal angenommen, so ein Stadtbaum kriegt jetzt eben diese Krankheit. Jetzt ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass man da nicht frühestmöglich was dagegen unternimmt. Aber angenommen, diese Krankheit würde entsprechend ausbrechen, Rinde fällt ab, Sporen verteilen sich wunderbar in der trockenen Stadt mit einem ganz leichten, warmen Wind in den Gassen und alle Welt kriegt jetzt diese Sporen ab. Wäre so ein Szenario, was teilweise eben entsprechend beschrieben wird bei den Leuten, die jetzt ganz viel Angst haben, wäre sowas richtig gefährlich? Ja, eindeutig, eindeutig. Das wäre richtig gefährlich. Aber ist das realistisch? Nö. Ne? Weil diese Stadtbäume ja regelmäßig kontrolliert werden und sobald ein Ahorn in der Stadt
eindeutige Anzeichen der Rußrindenkrankheit zeigt, dann wird der entfernt. Die Chance, dass das also so weit ausbricht, dass die Sporen in riesiger Menge durch die Landschaft fliegen, ist sehr gering. Da wird man halt darauf hinweisen, dass die Anwohner, solange jetzt der Baum noch nicht weg ist, den wird man wirklich ganz schnell entfernen, die Fenster und Türen geschlossen lassen sollen, wie das halt auch bei irgendwelchen Großbränden der Fall ist, dass die Anwohner Fenster und Türen geschlossen lassen sollen, etc. pp. Dass man dann vielleicht wirklich nur mit einer Atemschutzmaske auf die Straße soll oder möglicherweise gar nicht auf die Straße. Irgendwie sowas wird passieren. Aber werden da jetzt viele Leute dran sterben? Sehr unwahrscheinlich, beziehungsweise werden da viele Leute drunter leiden. Also mal abgesehen von den logistischen Problemen, dass sie die Fenster zulassen müssen und so ein Zeug. Sehr unwahrscheinlich. Also heißt, dieses Schreckensszenario, das könnte in der Stadt auftreten. Da glaube ich nicht dran. Dafür ist das wirklich zu gut kontrolliert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und diese Rußrindenkrankheit ist verdammt einfach vergleichsweise, also wirklich verdammt einfach nachzuweisen, weil sobald er diese schwarze Rinde, dieser schwarze Innenbereich des Baums, nachdem die äußere Rinde abgefallen ist, zum Vorschein kommt, jeder, der auch nur ansatzweise was von seinem Handwerk versteht und jetzt eben auch entsprechend aufgrund der Panik, die jetzt mit dieser Krankheit einhergeht, hoffentlich gebrieft worden ist, wird das sofort erkennen und dann sofort die Alarmglocken läuten. Was muss man dann machen? Ja, Baum abschneiden, Baum in Plastikfolie oder Ähnliches einwickeln, damit nicht noch mehr Sporen eben entsprechend abgehen. Vielleicht auch das Ding einwickeln, bevor man ihn absägt und dann abtransportieren. Anderes Szenario, Wald, ist jetzt für uns als Waldläufer wahrscheinlich sogar interessanter. Wir rennen im Wald rum und irgendwo ist ein Bestand, an dem die Rußrindenkrankheit jetzt ausgebrochen ist und wir laufen da dran vorbei und atmen jetzt diese Sporen ein, weil sie sich im Wald auch ganz gut verteilen können. Dafür sind sie ja gedacht, ne? Das ist ja ihre Aufgabe. Was passiert jetzt mit uns, beziehungsweise was passiert mit den Leuten in der Stadt, wenn sie dann mal solche Sporen eingeatmet haben? Was machen die denn mit unser Eins? Ja, grundsätzlich erstmal nix. Wenn du nicht das Pech hast, gegen die Dinger allergisch zu sein, kannst du davon so viele einatmen und wieder ausatmen, wie du lustig bist. Die tun dir nichts. Das sind reine Phytopathogene, Pilzsporen. Die können mit einem Tier, also einem Mensch, überhaupt nichts anfangen. Ja, das ist totaler Fehlwert. Das ist so ähnlich, wie wenn die auf einem Stein landen. Das hilft denen auch nicht weiter. Soll heißen, es besteht durchaus. Das ist das Erste, was man wissen muss. Eine nicht zu verachtend hohe Chance, dass du beliebig viele von diesen Sporen einatmen und wieder ausatmen kannst und nichts passiert, weil du halt nicht dagegen allergisch bist. Die sind nämlich nur deswegen gefährlich, weil sie ein potenzielles Allergen darstellen. Sie können also eine Allergie auslösen. Ja, und jetzt kommt das große Ratespielchen. Wie finde ich jetzt raus, ob ich gegen die Dinger allergisch bin oder nicht? Naja, angenommen, du läufst mal irgendwann nichts Böses ahnend durch den Wald und kriegst, nachdem du noch eine Weile schon wieder draußen bist, eventuell aus dem Wald oder auch noch im Wald, plötzlich Husten und hast so ein lustiges in der Lunge und hast das Gefühl, dass das da wehtut, ja, und hast das Gefühl, Atemnot zu bekommen und fühlst dich generell scheiße und kriegst noch Fieber und so weiter und so fort. Neben den gefühlten 8000 anderen möglichen Ursachen für dieses Phänomen käme jetzt eben auch eben dieser Pollen, diese Sporen von eben unserem lustigen Pilz da jetzt zusätzlich neuerdings in Frage. Ja? Das Blöde ist bloß, dass man, wenn man jetzt nicht zum Arzt geht und einen Allergietest machen lässt, ob man auf dieses Ding allergisch ist, das auch nicht rausfinden wird, bis man halt tatsächlich die entsprechenden Symptome der entsprechenden Allergie zeigt. So, das Gute ist, so eine Allergie geht wieder weg, sobald du weg bist von den entsprechenden auslösenden Sporen. Soll heißen, wenn du dann da nicht mehr hingehst, wo es da diesen entsprechenden Ahorn gibt, dann hast du auch keine Symptome mehr. Und wenn du da nicht allzu lange bleibst und jetzt nicht unbedingt am Rußstamm entsprechend schlägst oder den da absaugen tust oder was auch immer, dann ist die Chance, dass du schlimme Mengen von diesen Sporen einatmest, relativ gering. Ne? Insbesondere wenn du dann begriffen hast, was eigentlich der Auslöser für deine entsprechenden Beschwerden ist. Die Krankheit, die damit einhergeht, mit dem Einatmen dieser Sporen, ist total unspezifisch, hat auch irgendeinen schlauen Namen, den schreibe ich auch noch unten hin, den habe ich jetzt auch wieder nicht auswendig gelernt, und tritt zum Beispiel auf beim Schreiner, wenn er zu viel Holzstaub einatmet.
trifft auch auf beim Waldarbeiter, wenn er zu viel Holzstaub einarbeitet oder einatmet oder zu viel Waldstaub, zu viel aufgestaubtes Material, was im Wald halt überall rumliegt. Das kann alles Mögliche sein. Tatsächlich Pilzsporen, Viren, Bakterien, einfach nur Dreck, feine organische Substanz etc. pp. Also was kann man einatmen? Wie gesagt, der Schreiner Holzstaub, der Gebäudesanierer, entsprechend Hausstaub, all solche staubartigen Dinge, die man einatmen kann. Auch noch Aerosole, also irgendwelche in der teilweise feuchten Luft gelösten Teilchen, die da eben mittransportiert werden, die kann man alle einatmen und dagegen kann man grundsätzlich immer allergisch sein. So, das heißt, die Chance, dass man dann so eine entsprechende Krankheit, diese Lungenkrankheit eben entsprechend bekommt, die auf der Allergie gegen irgend so einen Staub, in Anführungszeichen, basiert, hängt damit ab, wie oft man es mit diesem Zeug zu tun hat. Dass derjenige, der ständig Holzstaub einatmet, irgendwann eine Allergie dagegen entwickelt, ist relativ wahrscheinlich. Das gleiche gilt für denjenigen, der ständig diese Pilzsporen einatmet und dagegen eine Allergie zu entwickeln, ist dann wieder relativ wahrscheinlich. Weiterhin ist es recht wahrscheinlich, dass du die Allergie sehr schnell bekommst, wenn du ohnehin schon einen Haufen Allergien hast. Wer also bereits durch sehr allergiegeplagter Mensch ist, der darf zu Recht vor diesen Sporen jetzt ein wenig Angst haben. Ja? Aber für alle anderen, die zum Beispiel gar keine Allergien haben und bisher auch nicht den Anschein gemacht haben, als würden sie noch welche bekommen, weil sie zum Beispiel auch schon ein bisschen älter sind. Deswegen kann da trotzdem immer noch eine Allergie auftreten. Man ist nie sicher vor Allergien, aber das Risiko ist potenziell geringer, wenn ihr ohnehin wenig davon habt, und das Risiko ist potenziell höher, wenn ihr ohnehin schon viele davon habt. Also jedenfalls diejenigen, die ohnehin keine Allergien haben, müssen sie jetzt nicht Panik schieben wegen eben diesem Pilz. Der kann euch jetzt erstmal aus meiner Sicht völlig egal sein. Ja? Man müsste lediglich dann wieder aufpassen, wenn man mit Kindern im Wald ist, weil Kinder tendenziell schneller mal eine Allergie entwickeln, wenn sie ganz am Anfang ihres Lebens, wo das Immunsystem noch am Konfigurieren ist, mit Allergenen konfrontiert werden, die im Grunde harmlos sind. Aber das Immunsystem, da ist ja gerade noch am Lernen, was ist harmlos, was ist nicht harmlos, ist, kriegt das im frühen Stadium der kindlichen Entwicklung eben entsprechend ab, ist die Chance, dass es davon ausgeht, dass das was Schädliches ist, relativ hoch. Also mit Kindern sollte man wirklich vorsichtig sein. Dass man vielleicht, wer jetzt Panik schieben möchte, also wer auf ganz Nummer sicher gehen will, würde ich sagen, der geht mit seinem Nachwuchs nur wo spazieren, wo er vorher selber mal gewesen ist und gecheckt hat, gibt es da entsprechende Ahörner mit der Husrindenkrankheit. Und wenn es da keine gibt, dann bitte gerne auch mit Kind. Und wenn es da welche gibt, dann da vielleicht nicht unbedingt mit Kind hingehen. Ja? Die eigentliche Krankheit, wenn sie dann mal ausbricht, ist insofern wirklich schlimm und kann dann enorm schwierig werden und ja bis hin zu katastrophal schwierig, wenn man ständig mit dem entsprechenden Allergen konfrontiert wird und die Ärzte halt nicht rausfinden, was einem eigentlich fehlt. Wenn ihr jetzt also immer im gleichen Wald seid und euer Lager grundsätzlich unter schwarzrindigen Ahörnern aufschlagt, dann könnte es durchaus zu ziemlich katastrophalen Folgen eventuell führen. Aber für alle anderen sehe ich jetzt nicht, warum man so furchtbar viel Angst vor dieser Husrindenkrankheit jetzt haben muss. Ne? Im stadtnahen Bereich, ja. Da sind so viele Leute, die Chance, dass da 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 dabei sind, die dann dazu eine Allergie entwickeln und darunter vielleicht auch noch ein paar Alte sind und Kinder, selbstverständlich, die das dann alle abbekommen, das ist natürlich dann durchaus ernst zu nehmen. Ja? Auch im dorfnahen Bereich, wenn also diese Ahörner nah am Dorf stehen oder im Gemeindewald von sonst wo, wo immer ganz viele Leute unterwegs sind, auch da ist das durchaus eine ernstzunehmende Gefahr. Aber irgendwo im Wald, für einen normalen Erwachsenen, der nicht immer am selben Ort hockt, sondern einfach nur mal irgendwie durch den Wald spazieren geht und dann mal ein bisschen was davon abbekommt, also da sehe ich keine größeren Gefahren. Wenn man jetzt allerdings diese Allergie hat und trotzdem viel im Wald rumrennen möchte und auf diese Dinger zum Beispiel jetzt wirklich ziemlich krass reagiert, das gibt es ja auch, dass man eben eine sehr krasse Form von Allergie zu diesem Zeug entwickeln kann, dann kann man ernsthaft drüber nachdenken, ob man nicht mit so einer FF irgendwas 3
Staubschutzmaske, die zumindest dabei hat, sobald man das erste Röcheln im Hals bekommt und das erste ein bisschen den Anschein hat, als würde das jetzt losgehen, kann man die ja dann gegebenenfalls aufziehen. Oder sobald du in irgendwelcher Ferne einen Ahorn erblickst, der irgendwie verdächtig aussieht, kannst du auch dieses Ding schon mal aufziehen. Blöde ist halt eben die Distanz, über die diese Sporen übertragen werden können, über die die verweht werden können. Das kann schon wirklich eine enorm hohe Distanz sein. Wenn man dann ganz sensitiv auf das Zeug reagiert, dann hat man schon eine ziemliche Arschkarte gezogen, ja. Also mir tut grundsätzlich mal jeder leid, der dieses Problem dann vielleicht entwickelt. Momentan gibt es da bestimmt noch nicht allzu viele Leute, weil noch nicht allzu viele Leute überhaupt in Kontakt mit diesen Sporen gekommen sein können. Ein paar sicher, aber noch nicht allzu viele. Ja, also wer das dann hat, dann das ist natürlich dann scheiße. Aber ist das jetzt ein Grund für die Gemeinschaft sozusagen in Panik auszubrechen? Sicherlich eben entsprechend nicht. So, wenn jetzt so ein Baum von diesem Zeug also befallen ist und das kriegt jetzt die Obrigkeit, der Förster, der Gärtner, der Mitarbeiter der Stadtverwaltung oder wer auch immer oder ein aufmerksamer Waldbesucher bekommt das jetzt mit und meldet es bei der entsprechenden Stelle, was sollte dann die Obrigkeit entsprechend tun? Und oder, um nochmal auf die Frage einzugehen, die ich auch ein paar Mal bekommen habe, ist das jetzt der neue Vorwand zum Bäumefällen? Voraussichtlich nicht. So. Denn, ja, man muss den Baum dann fällen. Das ist das einzig Wahre, was man da machen kann. Heilen kann man den dann nicht mehr. Wenn da bereits kurz vor Sporen Ausflug ist, dann ist der Baum eh hin. Der ist nicht mehr zu retten. Das ist völlig hoffnungslos. Will man den Sporenausflug jetzt noch verhindern, dann muss man eben entsprechend den Baum fällen. Punkt. Ich habe es ja schon gesagt, man kann ihn sogar vorher noch in Folie einwickeln, damit möglichst wenig Sporen eben entsprechend abgehen beim eigentlichen Umfall- und Fällvorgang, der einen Haufen Sporen freisetzen wird. Das wäre noch ganz hilfreich. Muss man mal gucken, wie viel das kosteneffizient ist. Wenn das nicht möglich ist, wäre auf jeden Fall eine gute Idee, mit einem großen Feuerwehrschlauch das Ganze nochmal ordentlich nass zu machen, die Umgebung, vielleicht auch so einen Sprühnebel zu versprühen, einfach damit die Sporen nicht weit fliegen können. Weil wenn es super nass ist, dann fliegen die überhaupt nicht weit, dann fliegen die blub, und dann sind sie unten. Und wenn sobald sie unten sind, richten die keinen Schaden mehr an. Dass die dann nochmal trocknen und nochmal neu weggeweht werden, das ist dann doch eher unwahrscheinlich. Ja, also man muss auch nicht zu viel Angst vor den Dingern haben. Ja, aber das ist ein relativer Aufwand und das kostet natürlich einen Haufen Geld, dieses Zeug erstmal so zu fällen, damit möglichst wenig Sporen freigesetzt werden. Heißt, Geld verdient an so einer Fellmaßnahme keiner mehr. Also die Frage, ja, ist das nur ein Vorwand, um Bäume wegen Kommerz fällen zu können? Das wäre ein äußerst beschissener Vorwand. Das Einzige, was sein könnte, wäre, dass jemand tatsächlich mit illegalen Machenschaften im Hirn sagt, ja, die haben die Rußrindenkrankheit, die müssen wir jetzt fällen, fällt sie regulär, macht sie schön klein und fährt sie auf dem Holz-LKW ab, ohne irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Sporen getroffen zu haben. Dann wäre es wahrscheinlich wirklich nur ein Vorwand gewesen, um einfach aus irgendwelchen Gründen da diese Bäume fällen zu können. Aber nochmal für diejenigen, die immer vermuten, dass es Vorwände sind, damit man Bäume fällen kann. Da müsst ihr grundsätzlich erstmal gucken, was soll denn da eigentlich gefällt werden. Ist der Baum hiebsreif? Okay, ja, dann macht es wirtschaftlich Sinn, den zu fällen. Ist der Baum nicht hiebsreif, sprich ist das was vergleichsweise Junges, das nicht nur zu Durchforstungszwecken entnommen werden soll, sondern im großen Umfang, dann bräuchte man tatsächlich einen Vorwand, um den Baum fällen zu können. Aber warum sollte man das tun? Damit verdient man Geld. Ja? Also es ist so, Geld verdienen tust du nur, wenn du einen dicken Baum fällst und den dann auch verwerten kannst. Nicht, wenn du einen total kranken, verpilzten Baum fällst, ihn in Frischhaltefolie einwickelst, ihn zur nächsten Sondermüllentsorgungsanlage fährst, um ihn dort verbrennen zu lassen. Damit verdienst du keinen Cent. Jo, ich glaube, damit wäre das Wesentliche auch gesagt. Also nochmal, Panik muss man nicht haben. Man muss erstmal wissen, ob man selber realistisch überhaupt allergisch ist auf das Zeug. Und wenn man das weiß,
dann, beziehungsweise wenn man es isst oder wenn man es nicht isst, dann muss man noch auf die Kinder gucken, wenn man mit Kindern unterwegs ist, dass die damit nicht in Berührung kommen. Und naja, theoretisch könnte man auch gucken, dass da alte Leute nicht mit in Berührung kommen, weil wenn alte Leute allergisch sein sollten und dann diese Lungenprobleme bekommen, dann ist das für einen jungen Mensch relativ problemlos. Der geht aus dem Wald raus, die Lungenprobleme hören wieder auf und dann ist es vorbei. Für einen alten Mensch kann das dann halt schon gravierendere Folgen haben, wenn er dann halt eben so eine diese Lungenprobleme eben entsprechend bekommt. So, ja, also das sind so die Hauptmaßnahmen. Und wer Panik schieben möchte, kann ja ab sofort mit so einer lustigen FF-Dingens 3 Atemschutzmaske im Wald rumspringen, ja? Oder derjenige, der bedauerlicherweise tatsächlich so krass allergisch gegen das Zeug ist, dass er das wirklich braucht. Dann aber wirklich mein herzliches Beileid, das macht nun wirklich überhaupt keinen Spaß. Ja? Aber das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. So, bin durch, macht's gut, danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid jetzt informiert. Tschüss.